Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Jesus möchte, dass wir Söhne des himmlischen Vaters werden. Er möchte, dass in unserem Herzen Frieden sein möge. Das Erste, was Jesus tut nach seiner Auferstehung und als er zu seinen Jüngern kommt, er haucht sie an und er sagt Shalom. Er sagt Friede, Friede sei mit euch. Jesus wurde getötet. Er hat viel Feindschaft erfahren, aber in sein Herz ist kein Samen von Feindschaft hineingekommen. In seinem Herz ist der Friede geblieben. Er war und blieb mit dem Vater verbunden. Er war und blieb mit den Menschen verbunden und hat keine Feindschaft geduldet in seinem Herzen bis zu dem letzten Atemzug, bis zu dem letzten Blutstropfen. Und Paulus sagt, denn er ist unser Frieden. Und so wollte Jesus auch nicht, dass seine Jünger in Hass leben würden, auch in Feindschaft gegenüber den Menschen, die ihn getötet hatten. Jesus wollte Gott mit den Menschen versöhnen, den Menschen mit den Menschen versöhnen. Denn er ist unser Frieden. Jesus will, dass wir in seinem Frieden leben. Und er will, dass in unserem Herzen keine Unruhe ist und keine Unruhe hineinkommt, dass nichts uns stören kann in der Beziehung zu ihm, zum Vater. Und er möchte auch, dass nichts uns stört in unseren Beziehungen zu unseren Mitmenschen. Er sagt, wenn ihr nur die grüßt, die euch grüßen, was tut ihr dann Besonderes? Das tun auch die Heiden. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, das tun auch die Heiden. Da tut ihr nichts Besonderes. Jesus möchte, dass wir so sind, wie er ist. Er möchte, dass der Frieden, der alles menschliche Denken übersteigt, wie Paulus schreibt, dass dieser Friede in unserem Herzen ist. Was können wir tun, damit dieser Friede in unseren Herzen ist? Das Beste, was wir tun können, ist, dass wir das Wort Gottes, dass wir Jesus, das lebendige Wort Gottes, in uns aufnehmen. Des Weiteren ist es so wichtig, dass wir Jesus selbst aufnehmen, in der Heiligen Kommunion, in den Sakramenten, dass wir das Lamm Gottes aufnehmen in unser Herz, in unser Wesen und dass wir ihn darum bitten, dass er uns immer wieder daran erinnert, wer wir sind, dass wir berufen sind zum Verzeihen. Paulus schreibt und erinnert in der Apostelgeschichte an ein Wort Jesu, das nicht in den Evangelien steht, aber er sagt, es ist ein Wort Jesu. Geben ist seliger als nehmen. Als ich einmal in Exerzitien war, da hat ein Vater hat dann gesagt, geben ist seliger als nehmen, aber vergeben ist noch größeres Geben, weil wir dann aus unserem Herzen das geben, was eigentlich das Größte ist. Und Gott, er ist Gabe, Gott ist Liebe, Gott ist Geschenk. Und das Geschenk, das er an uns macht, ist nicht etwas Theoretisches, ist nicht eine Stimmungslage, ist nicht eine Emotion. Das Geschenk, das er uns macht, obschon wir ja Gott gegenüber feindlich eingestellt waren, ist sein vielgeliebter Sohn. Wir können sagen, er gibt uns das Herz seines Herzens und das ist Jesus. Und so bitten wir den Vater, dass er in Jesus uns mit ihm versöhnt, dass wir in Frieden bleiben, auch mit den Menschen, die vielleicht jetzt noch uns feindlich gesinnt sind, die uns vielleicht Unrecht getan haben, uns irgendwie anklagen oder angeklagt haben. Bitten wir den Herrn, dass wir frei sind von aller Feindschaft und dass der Friede, der Jesus Christus selber ist und der, den er uns gebracht hat, in uns wachsen möge. Um all das dürfen wir auch Maria bitten. Sie ist die Königin des Friedens und ihr unbeflecktes Herz wird uns sicher helfen, dass wir Jesus so aufnehmen können, wie sie ihn aufgenommen, getragen, aber auch begleitet hat und wie sie auch noch unter dem Kreuz im Frieden, ohne Feindschaft und ohne Hass, ohne negatives Fühlen gelebt hat. Sie hat die Reinheit des Herzens bewahrt. Bitten wir den Herrn, dass er uns in seiner Liebe begleitet, stärkt, dass wir Menschen des wahren Friedens sind, der in ihm und im Herzen des Vaters ist. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.